Herzlich willkommen zu Teil 8 der Reihe Stochastik, Wahrscheinlichkeiten und Statistik. Wir hatten im letzten Teil die Ereignisbäume eingeführt und in diesem Teil werde ich einige weitere Beispiele zu Ereignisbäumen vorrechnen. Die Aufgabe soll lauten, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim zweimaligen Würfeln mit einem Würfel mindestens eine gerade Zahl zu würfeln. Wir können dazu einen Ereignisbaum zeichnen. Wir haben den ersten Wurf mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5. Werfen wir eine der geraden Zahlen, 2, 4, 6, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 eine der ungeraden Zahlen, 1, 3, 5. Wie wir diese Wahrscheinlichkeiten hier berechnen, habe ich in einer der früheren Folgen gezeigt. Wir haben hier 3 von 6 Ereignissen, die zu geraden Zahlen führen, und hier 3 von 6, die zu ungeraden Zahlen führen. Die Wahrscheinlichkeit, bereits im ersten Wurf eine gerade Zahl zu werfen, ist also 1,5. Das ist diese Wahrscheinlichkeit. Wenn wir im ersten Wurf eine ungerade Zahl werfen, haben wir noch den zweiten Wurf und haben dann wieder, da die Ereignisse unabhängig sind, wieder die Wahrscheinlichkeit, 1,5 eine gerade Zahl zu werfen und 1,5 eine ungerade Zahl zu werfen. Wenn wir im zweiten Wurf eine gerade Zahl werfen, ist das auch ein Erfolg, denn wir fragen ja danach, mit zweimal Würfeln mindestens eine gerade Zahl zu würfeln. Das heißt, wir haben hier die Wahrscheinlichkeit 1,5 mal 1,5. Denn um an dieses Blatt des Baumes zu kommen, müssen wir zuerst der Kante folgen mit der Wahrscheinlichkeit 1,5 und dann der Kante mit der Wahrscheinlichkeit 1,5. Also mit der Gesamtwahrscheinlichkeit 1/4 landen wir bei diesem Blatt. Und mit der Gesamtwahrscheinlichkeit ebenfalls 1/4 landen wir hier unten bei dem Blatt. Das bedeutet dann, dass wir zweimal ungerade geworfen haben. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal gerade ist also die Wahrscheinlichkeit der beiden Blätter, die Erfolg versprechen, nämlich diesem Blatt und diesem, also 1,5 plus 1/4 und das ist 3/4. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit mit zweimal Würfeln, mindestens einmal eine gerade Zahl zu würfeln, ist 3/4 oder 75%. Eine weitere Aufgabe soll lauten, in einer Urne sind 3 rote, 4 blaue und 5 grüne Kugeln. Hier schematisch dargestellt. Jede Kugel enthält 6 weitere, kleinere Kugeln, und zwar immer eine rote, 2 blaue und 3 grüne. Wir fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Ziehen einer Kugel und nach Öffnen der Kugel zufällige Auswahl einer kleineren Kugel in der gezogenen großen Kugel eine große und eine kleine Kugel derselben Farbe zu erhalten. Also beispielsweise, wenn wir hier die grüne Kugel beim ersten Ziehen gezogen haben, dann fragen wir danach, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir außerdem noch, wenn wir dann eine kleine rausziehen aus der großen, auch eine grüne ziehen. Die Lösung bietet sich an, hier über einen Ereignisbaum herbeizurechnen. Wir haben hier also die große Kugel und haben 3 Möglichkeiten, eine Farbe zu ziehen. Zum einen können wir eine blaue große Kugel ziehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 4/12, denn wir haben 4 blaue Kugeln von den 12 Kugeln insgesamt. 4/12 gleich 1/3. Die Wahrscheinlichkeit, dass die große Kugel rot ist, ist 3/12, also 1/4, denn wir haben 3 rote große Kugeln. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die große Kugel grün ist, ist entsprechend 5/12, denn es sind 5 große Kugeln in der Urne. Von der jeweiligen großen Kugel gibt es dann eine zweite Ziehung, in dem eine kleine Kugel aus der großen gezogen wird. Da haben wir hier den blauen Pfad mit der Wahrscheinlichkeit 2/6, also 1/3, denn es sind 2 kleine blaue Kugeln in jeder großen. Mit Wahrscheinlichkeit 1/6 eine rote, denn eine rote kleine Kugel ist in jeder großen. Und es sind 3 grüne kleine Kugeln in jeder großen, also hier 3/6 gleich 1/2. Und diese 3 Möglichkeiten mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten, die wiederholen sich dann hier nochmal bei den beiden anderen Farben für die großen Kugeln. Wir haben also insgesamt 9 mögliche Ergebnisse. Beispielsweise große Kugel ist blau, kleine Kugel ist rot, das wäre dann das Blatt, was hier auskommt. Oder große Kugel ist rot, kleine Kugel ist grün, dann kämen wir hier unten aus. Wir suchen jetzt die Fälle, in denen die Farbe der großen und der kleinen Kugel übereinstimmt. Das sind jetzt die Pfade, die nur aus einer Farbe bestehen. Das ist also einmal der Pfad hier, der komplett blau ist. Das heißt, in dem Fall
würden wir eine blaue große Kugel ziehen und daraus eine blaue kleine Kugel. Das ist mit einer Wahrscheinlichkeit der Fall von 1 Drittel mal 1 Drittel, also 1 Neuntel. Das sind nämlich die Wahrscheinlichkeiten, die hier und hier vermerkt sind. Eine zweite Möglichkeit ist, dass wir eine große rote und daraus eine kleine rote Kugel ziehen. Das ist der Pfad, der hier an diesem Blatt auskommt. Und die Wahrscheinlichkeiten dafür sind 1 Viertel mal 1 Sechstel, also insgesamt 1 24. Und dann noch entsprechend den Fall, dass wir grün-grün ziehen, also eine große grüne und daraus eine kleine grüne Kugel mit den Wahrscheinlichkeiten 5 Zwölftel mal 1 Halb, also 5 24. Wir haben also drei Möglichkeiten, zum Erfolg zu kommen. Und da diese Möglichkeiten unabhängig sind, addieren wir die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit für Farbe klein ist gleich Farbe groß, ist dann 1 Neuntel von dem blauen hier oben plus 1 24. vom roten plus 5 24. vom grünen. Die Brüche kann man jetzt auf einen Nenner bringen. Der gemeinsame Nenner wäre 216. Ich darf hier nochmal verweisen auf meine Videoreihe zur Bruchrechnung. Wir haben dann insgesamt 24 216 plus 9 216 plus 45 216. Und das sind 78 216. Das kann man kürzen. Das sind 13 36. Und das ist ungefähr 0,36 Periode 1. Oder das ist genau 0,36 Periode 1. Und das ist 36, Periode 1 Prozent. Also die Wahrscheinlichkeit ist etwas mehr als ein Drittel, dass wir Kugeln gleicher Farbe ziehen in diesem Experiment. Eine weitere Anwendung wollen wir rechnen, und zwar die Aufgabe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Gruppe von n Personen mindestens zwei am gleichen Tag Geburtstag haben. Schaltjahre ignorieren wir dabei. Wenn wir also beispielsweise eine Schulklasse mit 30 Kindern haben, dann wäre n gleich 30, und wir fragen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass mindestens zwei am gleichen Tag im Jahr Geburtstag haben. Um das zu berechnen, bauen wir wieder einen Ereignisbaum auf und wir machen das so, dass wir mit einer Person anfangen und dann an jedem Knoten eine weitere Person hinzufügen und uns fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person an einem Tag Geburtstag hat, der verschieden ist von den Geburtstagen aller Personen, die wir bisher betrachtet haben. Wir schreiben zunächst die Person 1 dahin, das ist der erste Knoten, dann die Person 2. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person 2 am gleichen Tag Geburtstag hat wie Person 1, ist 1 durch 365. Wir ignorieren Schaltjahre, deswegen steht hier 365. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person 2 an einem anderen Tag Geburtstag hat als Person 1, ist 364 durch 365. Denn es gibt 364 Möglichkeiten, an einem anderen Tag Geburtstag zu haben von den 365 Tagen. Dann betrachten wir die Person 3. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person 3 an einem anderen Tag Geburtstag hat als Person 1 und Person 2, ist 363 durch 365, denn es bleiben jetzt noch 363 Tage über, nachdem wir die Tage für die Personen 1 und 2 schon vergeben haben. Und das geht jetzt hier so weiter. Wir sehen, dass wir immer nur den weiteren Pfad betrachten, dass die Personen alle an verschiedenen Tagen Geburtstag haben. Der jeweilige Pfad, der hier mit den waagerechten Strichen gezeichnet ist, dass Geburtstage übereinstimmen, interessiert uns erstmal nicht weiter an der Stelle, sondern wir führen den Ereignisbaum immer weiter fort und betrachten immer weiter die Wahrscheinlichkeit, dass der Geburtstag der neu hinzugefügten Person verschieden ist von all den Geburtstagen, die bisher vergeben wurden. Das machen wir, bis wir zur Person Nummer n kommen. Und dann haben wir die Wahrscheinlichkeit hier unten an der letzten Kante 365 minus n minus 1 durch 365. Denn wir haben zu dem Zeitpunkt n-1 Tage im Jahr bereits vergeben für die n-1 vorherigen Personen. Und dann haben wir also diese Wahrscheinlichkeit an dieser Kante. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle an verschiedenen Tagen Geburtstag haben, hier unten, das nennen wir p, ist also das Produkt all dieser Kanten. Also die Wahrscheinlichkeit an dieser Kante mal die Wahrscheinlichkeit an dieser Kante etc. etc. bis hier unten. Das Produkt also all dieser Zahlen, die hier stehen, steht dann hier unten als Gesamtwahrscheinlichkeit. Das ist nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass alle Personen an verschiedenen Tagen Geburtstag haben. Wir haben aber eigentlich was anderes gefragt, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei am selben Tag Geburtstag haben. Und das ist natürlich genau die komplementäre Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei
an einem Tag Geburtstag haben, ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass alle an verschiedenen Tagen Geburtstag haben. Wir hatten bereits festgestellt in einer früheren Folge, dass sich die Wahrscheinlichkeiten komplementärer Ereignisse zu 1 addieren müssen. Und das heißt, wenn nicht alle verschieden sind, dann müssen ja mindestens 2 gleich sein. Und das sagt diese Formel hier aus. P gleich ist 1 minus P verschieden. P verschieden hatten wir mit Hilfe des Ereignisbaumes berechnet. Und das heißt, P gleich ist gleich 1 minus dem Ausdruck, den wir gerade über den Ereignisbaum berechnet hatten. Wenn wir jetzt mal einige Werte für n einsetzen und die Wahrscheinlichkeit für mindestens 2 gleiche Geburtstage ausrechnen, kommen wir zum Beispiel zum Ergebnis, dass bei 10 Personen die Wahrscheinlichkeit 11,7% beträgt, bei 20 schon über 40% und bei 23 Personen bereits über 50%. Das heißt, bereits bei 23 Personen ist es wahrscheinlicher, mehr als 50%, dass ein doppelter Geburtstag vorkommt, als dass es eben nicht der Fall ist. Das ist für viele etwas überraschend und das wird deshalb als Geburtstagsparadoxon bezeichnet. Die meisten Leute schätzen im ersten Augenblick, dass diese Wahrscheinlichkeit viel, viel kleiner ist für 23 Personen, beziehungsweise dass man viel mehr Personen braucht, um hier auf mindestens 50% zu kommen. Das liegt aber daran, dass es sehr viele mögliche Paare von Doppelgeburtstagen gibt. Person 1 mit Person 2, Person 1 mit Person 3 und so weiter, dann aber auch Person 2 mit Person 3 und so weiter und so fort. Das ist also das sogenannte Geburtstagsparadoxon. Wenn man beispielsweise 50 Personen in einer Gruppe hat, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, schon 97%, dass ein Doppelgeburtstag vorkommt. Das war also die Einführung zu Ereignisbäumen. In der nächsten Folge wollen wir uns beschäftigen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten. Vielen Dank.